ich nachdenke. Eddie, das Feuer greift um sich. Nein, tut's nicht. Das ist nur eine Illusion. Das liegt an der Gefangenschaft. Leute, wir sind in der Gefangenschaft. Und zwar brennt die Bühne und wieder brennt. Ja, wir sind ein bisschen am Arsch. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus aus der Nummer? Hier, das Schlagzeug müssen wir... Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie kommen wir hier raus zur Hölle? Ja, Leute, ich wollte gerade einen coolen Spruch machen. Ah, hier. Ah, ja. Um die Ecke. Da. Die Pflanze des Donners. Ich weiß, ich arbeite. Der Ausweg ist gebahnt. So, Leute, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Brutal Legend. Du? Nein, das bin nicht ich. Das ist mein Dad. Eddie, das ist ein berühmter Krieger unserer Zeit. Nicht deiner. Er war der Anführer der Rebellion der Schwarzen Tränen. Sein Name war Rick... Ragnarok. Er hat an der Seite der Saurier gekämpft. Er gab uns die Fähigkeiten, uns zu verteidigen, als sich das Schwarze Wasser zuletzt erhob. Ja, mir hat er auch was gegeben. Das habe ich nach seinem Tod auf dem Speicher gefunden. Es gibt so einiges, was ich über meinen Dad nicht weiß. Aber eins weiß ich ganz genau, dass er einst irgendwie an eurer Seite gekämpft hat, als euer Land in Gefahr war. Deshalb frage ich euch, kämpft ihr nun an unserer Seite? Wenn du uns noch in deine Armee willst, Sohn von Ragnarok. So, Leute, jetzt aber richtig herzlich willkommen hier wieder zu diesem Part. Zurück zu Brutal Legend. So, wir haben uns hier aus der brenzligen Situation rausgeholt. Und das letzte Mal, was ist alles Schönes passiert? Das kann ich doch nochmal machen, oder? Nee, kann ich nicht. Genau. Ophelia ist böse geworden. Warum? Wissen wir nicht. Ne, die ist jetzt irgendwie so dem Tränenkult oder sowas ähnliches hat sich angeschlossen. Die ist jetzt ziemlich düster gekleidet, was ich prinzipiell erstmal begrüße. Und Oma Golden oder Oviculus. Oviculus hat sie in ihren Bann gezogen. Ich glaube, so ist das. Und Oma Golden ist ja dieses Monster. Das hier, der da an der Schnalle. Das ist Oma Golden. Ich finde das aber auch schwierig. Oma Golden, Oviculus oder Diviculus und Ophelia, die klingen alle relativ ähnlich. Die alle auseinanderzuhalten ist schwierig. Ja, und wir sind in diese schöne Dschungellandschaft gekommen und haben das letzte Mal diese Metal-Monster gezähmt. Mit Lita zusammen. Und die Einwohner hier, diese verdammt heißen Damen, haben uns gefangen genommen. Und wollten uns hier wegbrezeln, doch wir konnten uns befreien. Und ja, jetzt stehen wir hier. Und entfesseln natürlich erstmal diese Bestie und wollen ein bisschen... Ja, oder wie ging das? So, ne? Hä? Scheint was drin zu sein, was unbedingt raus will. Ja, so. Und wollen natürlich jetzt noch ein bisschen was über die Geschichte von damals erfahren. Neues Leben erhob sich aus den Meeren aus Blut. Die schlimmsten waren die Tainted Coil. Sie hatten das grässliche Aussehen der Ersten und die wilde Macht Ormagodens und wurden gehasst, gefürchtet und beinahe ausgelöscht. Doch es kam anders. Die majestätischen Titanen, die in sich die Stärke und Größe der Feuerbestie und Aethulias Reinheit und Anmut vereinten, retteten sie. Und aus Mitleid nahmen sie die kleinen Kreaturen als Haustiere auf.
Sie verbargen ihre Entstelltheit unter fester, beengender Kleidung. Und die Keul ertrugen den Schmerz, weil sie sich mehr als alles andere wünschten, genau wie ihre geliebten Meister auszusehen. Ah ja, ne, logisch. Und diese Metal-Titanen, ich glaube, das sind die auch bei Ozzy Osbourne da unten, die man im Hintergrund sieht und die mit Hammer und Amboss hantieren. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal das hier genau an, wo wir überhaupt sind. Oh ja. Und ich glaube ja, wie gesagt, diese Damen sind eine Anspielung auf Kiss. Ich will es noch einmal sagen, die Schminke weiß mit schwarz, die alte Zeit, der Anfang und natürlich eine Pyro-Show, die sich gewaschen hat. Und KISS stehen nun mal dafür, für die ultimative Pyro-Show und für die größte. Jetzt stehen sie zumindest im Guinness-Buch. So. Ihr merkt schon, ich liebe die Metal-Zeit von damals, unter anderem auch KISS. Allerdings auch alle anderen Metal-Bands, die da so drin sind, auch wenn ich viele nicht kenne, lieben tue ich sie alle. Was zur Hölle ist das für ein ekelhafter Durchfall, der da rauskommt? Also wäre es rot und so schön blutig, dann würde ich ja sagen, ja passt, aber das ist doch scheiße. Das ist doch einfach nur der Durchfall des Drachen. Naja, gut. Durchfall aus dem Mund. Warum nicht? So, das ist eine Metal-Bestie. So, und du gehörst jetzt zu uns, ne? Du bist gezähmt. Ja! Komm her! Komm her! Warte! Richtig klappen tut das aber auch nicht. Ich hätte gerade das Signal, dass ich aufspringen kann, ne? Was brutal Upgrade für die Entfesselung. Ormagons Blut fließt durch deine Adern, wodurch deine Gesundheitsgeneration leicht erhöht wird. Sehr geil. Hat sich also wieder gelohnt, dass wir hier rechts und links ein bisschen gucken. Okay. Da unten wurde wieder einer verdroschen. Da, die Bestie. Die Musik der Ahnen lebt in... Hey, schon mal von Ragnarok gehört? Ich bin sein Sohn. Ich bin sein Sohn. Ich will ja nicht sagen, aber ich bin genauso cool. Wir lassen einfach rum und passen auf. Was macht er hier? Das ist eine böse Miezekatze, ne? Halt still. Das ist eine böse Miezekatze. Die kann ich nicht zähmen. Hi, Eddie. Hi. Hi. Man kennt sich, ne? Die kennen mich. Oh, hier unten. Unser guter alter Weggefährte. Da, um ehrlich zu sein, habe ich Lust, eine kleine Nebenmission mit ihm zu machen. Wir gucken einfach mal. Was verteidigst du denn hier? Ich helfe den Tempel der Saulia zu verteidigen, während sie mit Ironhead touren. Wollen wir zwei wieder zusammenarbeiten? Logo. Ich dachte schon, du fragst nie. Also auf mein Auf Zeichen. Jeden Fall. Klar. Auf jeden Fall. So eine kleine Intermezzi müssen wir auch mal mit reinhauen. Ne? Der kommt ja alleine nicht klar. Oh, wer ist das? So, wenn er mal hier... Los. Hier so. Hey, Luftboss! Ist das hart genug für euch? Jo. Oh, die sind ausgewichen, oder? Haben wir alle erwischt. Feuer! Los, komm. Do it! Yes! Oh, da flog der Tor so. Noch hinterher. Oh, hier kommen die Nächsten. Hier kommt sie. Der liegt richtig schwer im Magen. So, was macht sie hier? Los, latsch genau rein, genau rein. Yes! Der Komet hat getroffen. Wiederhole, Einschlag bestätigt. So, wo sind die anderen? Die Nächsten. Unsere Base wird natürlich auch durch unsere Headbanger verteidigt. Da. Nee. Warnung, hier geht's nicht weiter. Okay, kommen alle aus der einen Richtung. So, wo sind sie? Zack! Wo denn nur? Hier ist keiner mehr. Warnung, hier geht's auch nicht lang. Da oben! Komm! Zack! Yes! Die ganzen Haare weggebrezelt! Ich glaube, das Ding lebt ja noch, ne? Oh, da unten kommen die Nächsten.
die nächsten Zombies. Hört auf! Rennt nicht hirnlos drauf. Sagt mir, auf Spätung, Jungs. Langsam. Yeah. Oh, geil, die bleiben auch noch schön stehen. Die nehmen mich in die Mangel. Auf jeden Fall. Nimm sie richtig schön in die Mangel und würge sie durch. Euch, Peter, mach ich alle. Ja, was ist denn hier? Ist hier irgendwo ein Gegner? Wir hauen einfach mal rein. Irgendwen werden wir schon getroffen haben. Los, noch mal rein. Unsere Jungs können wir ja nicht treffen. Ah, hier sind sie. Komm, drück rein. Yes. Sehr schön. Ist immer so geil, wenn sie einfach noch so ein Stückchen weiterfliegen. Oh, oh. Meine Güte. Da habe ich aber auch ordentlich eine selber abbekommen. Easy. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich easy. Formier dich mit Lita im Dschungel. Ah, da, was ballast du mir direkt am Anus rum? Das macht man nicht. Lita, wo ist Lita? Lita war da oben. So. Ach, schön. Hey, schon mal von Ragnarok gehört? Ich bin sein Sohn. Er ist völlig perplex. Er weiß überhaupt nicht, wie es los ist. Ne? Seitdem wir die Damen hier im Team haben, rennt er einfach nur gegen diesen Gummireifen. Sieht aus wie so eine Bestie, oder? Die Wurzeln. Cool. Mein alter Herr ist also offenbar selbst ein bisschen durch die Zeit gereist. Nicht schlecht. Und während er hier war, könnte er in derselben Armee wie Ophelias Eltern gekämpft haben. Heißt das, ihr traut mir jetzt nicht mehr? Dein Vater war ein Held. Er war der Einzige in seiner Armee, der der Verlockung der Tränen widerstanden hat. Der einzige Überlebende. Als seine Armee vergiftet wurde, brach Ragnarok allein zu einer letzten Mission auf, um den Imperator der Dämonen zu vernichten. Er wurde nie wieder gesehen. Der Vigilis hat das Meer der schwarzen Tränen geöffnet, um die Armee meines Vaters zu vernichten. Genau wie heute. Denkst du bist hier, um die Mission deines Vaters zu beenden? Es ist nicht mehr seine Mission, sondern meine. Also gut, Leute. Wir brechen zum Sumpf auf. Wer allergisch gegen Igel ist, bleibt im Bus. Kommst du da draußen klar? Mach dir keine Sorgen. Ich gehe nicht zu Fuß. Absolut geil, oder? Hey, yes! Bist der endlose Morast der Reue. Geil, Leute, oder? Jetzt sind wir auf dem Metal-Bestien unterwegs und die können...
Auch wenn ich sagen muss, dass die erste Welt mir dann doch irgendwie ein bisschen sympathischer war. Oh, ziemlich geil hier. Das ist ein riesiger Friedhof. Wenn jetzt keiner mitgekriegt. Der Nebel ist verdammt dicht. Wow. Das Zeug ist besser als alle Nebelmaschinen, die ich kenne. Das wäre echt was für unsere Bühnenshow. Du meinst zur Verteidigung, oder? Oh, genau, das auch. Ihr haltet hier Wache. Ich sehe mich mal um. Sprich in den Trockeneisminen mit Lita. Was ist das hier für ein Schimmer? Keine Ahnung. Ist aber ziemlich geil. Okay. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal den Teufel ran. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal, ob hier irgendwo Ozzy Osbourne in der Nähe ist. Denn wir können hier anscheinend aufleveln. Okay. Hier gibt es auch wieder eine Nebenmission mit dem Mörser. Ist das für eine? Ja, abknallen. Komm, wir fackeln noch mal ein bisschen. Yes! Alter, der Teufel ist einfach unaufhaltsam. Was ist das für eine Metal-Bestie? Was zur Hölle ist das? Also die eben sah ja noch spektakulär aus, aber die ist einfach nur dämlich. Alter, unser Teufel hat's einfach voll drauf. Was ist das? Das ist irgendwas. Oh Gott, das erinnert mich so stark an Dark Souls 2. Das dritte Zusatzgebiet. Mit dem extremen Nebel. Da waren doch auch irgendwie so extrem starke Biester. Also die sahen so ähnlich aus. Nicht, dass das hier stark gewesen wäre. Alter! Das Allerschlimmste ist, dass ihr mir die Mucke ausgemacht habt. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. So, wir gucken auch nochmal. Das ist ziemlich weitläufig. Ich glaube, ich muss die gar nicht alle besiegen. Ne? Hallo, alter Freund. Das Schlimmste ist, wir haben jetzt, was zur Hölle ist? Jetzt mal eine Runde gefahren, oder was? Das ist doch unsere Base. Ach, hier ist Lita. Was zur Hölle ist das? Ich will noch eine Runde fahren, es tut mir leid. Das sieht doch aus wie ein großes Schlachtfeld. Hier überall auch die Fanfontänen. Das wird doch bestimmt gleich in irgendeiner Form eine riesige Schlacht geben. Ist das vielleicht schon die finale Schlacht gegen Ophelia? Das sieht doch schon so aus, als könnte hier irgendwie eine Bühne stehen. Ich weiß es wirklich nicht, aber es kommt mir so vor, als wäre das hier so. So, Auto mal abstellen, Mucke richtig aufdrehen, dann gucken wir mal, was hier oben noch ist. Hier ist nichts weiter, ne? Hier wird wahrscheinlich wirklich die Bühne sein. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier gerade keinen Punkt mit Ozzy finde. Was ist denn das? Folge den Wegmarkierung, besiege Fletus. Fletus, ist das nicht die Abkürzung? Oder das Synonym für Furz? Flatulentius. Die bekämpfen sich gegenseitig, okay. Da wollen wir gar nicht stören, ne? Ah, hier ist Battle Mod angesagt. Alter Latz! Irgendwie bin ich rausgefallen. Voll aus dem Auto gekickt, dieses Biest. Okay, Lita. Sag mir mal bitte, was jetzt hier ansteht. Okay, greifen wir uns das Eis. Jetzt? Klar, meine einzige Sorge ist, dass wir hier nicht allein sind. Ophelia? Was? Was ist mit dir passiert? Willst du das wirklich wissen?
Oh, keine Sorge. Dieser Song verletzt nur mich. Die Bühne auf! So Leute, trockenes Eis, nasse Gräber. Aber ich glaube, dass wir alle sterben werden. So, das ist jetzt sozusagen die erste richtige Probe, denn jetzt geht es unsere Bühne gegen den ihre Bühne. Und das ist echt richtig heavy. Wir machen als erstes mal ein Upgrade. Denn wir müssen auf jeden Fall upgraden. Denn das wird richtig hakelig. Wir können jetzt hier rechts und links dran vorbei. Also ich wusste schon, dass da hinten die gegnerische Bühne kommt. Da. Und da ist die nette Dame. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die hat natürlich auch eine relativ geile Bühnenshow. Und dort gibt es einen Trick, was eigentlich gerade am Anfang relativ gut hilft. Indem man einfach nur schnell ist. Ah, das konnte ich auch noch benutzen. Konnte ich da vielleicht das hier schon abknallen? Verwende Leuchtfeuer-Armee. Nee, das bringt nichts, oder? Das bringt gar nichts. Mach keine Gefangenen. So, okay. Wir holen uns auf jeden Fall die hier. Die sind nämlich relativ schnell. Den geben wir gleich erstmal den Schlachtruf mit rein. Dann sind die nämlich viel stärker. Zack, am Vorbeilaufen. So. Jetzt. Warte. Komm mit. Okay, mit dem Ding werden wir jetzt den anderen Wurm hier drüben angreifen. Nee, warte mal, das kann er alleine machen. Da muss ich nicht daneben stehen. Genau, das kann er alleine machen. Wir holen uns noch ein paar Mädels zum Ballern. Und dann können wir hier drüben auf jeden Fall erst schon mal die nächsten... Oh, hier ist es schon. Der ballert hier. Geht doch mal zur Seite, Jungs! Mein Vater, Ragnarok! War es das, was du mir nicht erzählen konntest? Okay, sie ist weg. Das war, na ja, er war doch... Was denn Eltern? Idiot, du warst gar nichts. So. Nicht einmal, wie man richtig kämpft. Alter, ich weiß alles. Leute, wo seid ihr? So, jetzt geht's darum, eigentlich wirklich relativ schnell hier eine Flagge hinzumachen.
wenn ich das nicht so richtig in Erinnerung habe. Es ging eigentlich, wenn man am Anfang schnell ist, konnte man die Gegner relativ easy platt machen. So, Headbanger, Headbanger. Die billige Garde von nebenan, die muss es regeln. Lalala. So, das war es eins, oder? Gesichtsschmelze. Ja. Da fliegt dir das kleine Toupet runter. Na, erst so das ist schon falsch. So, ein zum Heilen. Und Ballermänner. Zerfetzt sie! So. Haben wir schon die nächsten? Was für ein Arsch. Da ist er. Alter, die spielt ihr fettestes Solo, was sie fetten kann. Mein Vater, Ragnarok. War es das, was du mir nicht erzählen konntest? Alter, aber der hat mich eingeschnullt. Ja, er war doch der Boss deiner Eltern. Idiot, du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts, natürlich. Ich weiß wieder gar nichts. Kann ich diese Türme nicht zerstören? So. Okay. So, jetzt müssen wir die Bühne jetzt zerstören. Und das geht natürlich mit einem fetten Schlachtruf. Boxencheck, rechte Seite. So, du kannst labern, aber du kannst vor allem eins. Jetzt mal schön gepflegt sterben. Powerbums. Macht sie fertig. So, mehr Headbanger. Jetzt holen wir mal den Schlachtruf, dass alle herkommen. Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Wir verteidigen eigentlich nur den Headbanger und dann wird hier ordentlich abgeschnetzelt. Heavy Metal möge diesen Dreck hier platt machen. Ah, jetzt geh doch nicht drauf. So. Genau, jetzt bitte alle angreifen. Und dazu nochmal einen schönen Schlachtruf. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich mal sagen, oder? So, holen wir nochmal mehr Headbanger ran. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen. Das gibt eine richtig fette Gesichtsschmelze. Gesichtsschmelze! Alle auf einmal weggelutscht. Na, nicht ganz. Mach diese scheiß Bühne platt. Irgendwie kriegen wir gerade relativ wenig neue Fans. Ich hab keine Ahnung, vielleicht wurden wir hinten zu sehr angegriffen. Muss mal gucken. Haben die hier unsere Bühnenshow zerstört? Das sind unsere, oder? Das sind unsere Fans. Das steht auch. Das steht auch. Das steht auch. Nö, eigentlich alles ganz gut. Ich würde mal sagen, wir sammeln erstmal ein paar Fans, dass ich nochmal ein Upgrade mache. Oder eigentlich ist es jetzt blöd. Ach komm. Wir wollen doch die fette Bühnenshow richtig erleben. Easy peasy! Siehst du sie? Nein, sie ist weg. Aber ich sehe etwas Gefährliches. Und ich mag's. Ich glaube, unsere Show ist reif für eine zweite Bühne.